An der Stelle den Schritt weiter und sagen einfach mal, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Ihre Bewegung eben Menschen vertritt, die sagen, wir wollen keine Veränderung, wir wollen keine Ausländer, wir mögen die einfach nicht, wir mögen auch den Islam nicht, wollen damit nichts zu tun haben. Und dann die Bilder aber anschauen, die wir gesehen haben aus Sachsen, wie das sind, das die Bilder, die Sie wollen? Nein, natürlich nicht. Es ist natürlich so, dass bestimmte Richtungen, ja, ob es jetzt links oder rechts ist, ja. Pegida wurde viel benutzt von Rechtsradikalen als Trittbett. Das muss man eindeutig so sagen, ja. Genauso ist es, freuen sich sicherlich bei weltoffenen Demonstrationen die meisten nicht darüber, dass der schwarze Block mitmarschiert und auf Polizisten einprügelt oder Randale macht. Es ist so, viele haben uns vorgeworfen, ja, unternehmt was dagegen, gegen die Radikalen, gegen Hooligans, die mitlaufen und so weiter und so fort. Sollten wir von jedem einen Ausweis kontrollieren? Man wird die immer haben. Die waren zum Schluss, kurz bevor meinem Ausscheiden, war das eine ganz geringe Anzahl. Ja, wir waren knapp 30.000. Das ist so gewesen. Und es wird in vielerlei Hinsicht vorgeworfen, dass, ob ich mich schuldig fühle für das, was jetzt in Sachsen passiert. Das muss ich konkret ablehnen. Also über das Ausscheiden aus dem Org-Komitee bei Pegida reden wir nachher noch, ja. Herr Jahn. Herr Haag, Sie sind als Superintendent der Chef von mehreren Pfarrern. Wie ist das? Ja, das ist mal ganz vereinfacht gesagt. Also ist das auch Thema? Sind das auch die Themen in Ihren Kirchgemeinden? Ja, das betrifft uns auch. Aber bevor ich auf Ihre Frage komme, möchte ich uns, die wir hier diskutieren, und auch diejenigen, die uns zuschauen, daran erinnern, wir haben heute einen denkwürdigen Tag. Heute vor 73 Jahren wurden Hans und Sophie Scholl ermordet. Und in dieser Tradition stehen wir. Und das ist auch der Grund, warum ich hier bin. Meine Kirche hat sich sehr klar positioniert und hat sehr klar gesagt, Nächstenliebe verlangt Klarheit, Kirche gegen Rechtsextremismus. Und dazu stehe ich und ich frage mich, wie kann es sein, dass also innerhalb der Pegida-Bewegung sozusagen ein solcher Drive hineingekommen ist, an Schärfe, an Hass. Und das erreicht uns, um auf Ihre Frage zu kommen, auch in den Gemeinden, in denen wir Dienst tun, dort, wo wir Menschen begleiten, die im Grunde ja, ich bin ja im ländlichen Raum und in diesem ländlichen Raum erlebe ich Menschen, die eine doppelte Diktaturerfahrung haben. Eine doppelte Diktaturerfahrung, eine braune Diktatur. Dass es im grenznahen Raum, das wird in Sachsen ähnlich sein, es Grenzräume gab. Diese Menschen brauchen Orientierung und brauchen auch noch, ich sage manchmal sogar, eine Demokratieschule. Jetzt haben wir eigentlich eine Vorlage für Sie, Herr Frinte, weil Sie sagen ja, es gibt die Angstbürger und es gibt die Wutbürger. Wer ist jetzt wer? Ich sage mal salopp, und wenn ja, wie viele? Ja, gute Frage. Also manchmal werden ja aus den Angstbürgern auch Wutbürger. Es lässt sich manchmal schwer unterscheiden. Die Frage ist nur, was sagen die uns und was macht sozusagen, weil wir beim Thema der heutigen Sendung bleiben wollen, was macht dann sozusagen die Mehrheit dazwischen? Lässt die sich irgendwie festzurren? Ist es wirklich nur die bürgerliche Mitte, die vielleicht, das werden wir sicherlich noch diskutieren, soziologisch möglicherweise definiert werden kann? Oder gehören da nicht noch andere dazu? Na, also was ich momentan beobachte, ist, dass dieser Resonanzboden in dieser Mehrheitsgesellschaft, nehmen wir mal das als Begriff für diese Mitte, dass der Resonanzboden für rechtsextreme und rechtspopulistische oder populistische Losungen sehr breiter geworden ist. Na, also das ist sozusagen etwas, wo die Wutbürger, und warum bin ich das? Also da können wir Psychologen uns ja, glaube ich, ganz gut darüber verständigen. Wir haben es ja mit Grundemotionen zu tun, die Hamas beim einzelnen Menschen festmachen kann. Ich als Sozialpsychologe würde dann noch ergänzen, ja, auch Gruppen unterscheiden sich durch bestimmte emotionale Äußerungen. Und dann sind es Unterschiede, nicht? Also Angst führt in der Regel dazu, dass ich mich zurückziehe und sozusagen die angstmachenden Situationen nicht aufsuche. Und Wut kann dazu führen, dass ich den möglichen Angreifer, der meine Wut erzeugt, auch wieder angreifen werde. Also, und ich sagte aber, und wir sehen das beispielsweise bei einer neueren Studie zu den Einstellungen bezüglich Islam und den Muslimen, dass Angst und Wut, also Angst vor dem Islam, Angst vor Muslimen oder Wut auf die Muslime, nicht zuletzt nach den Vorfällen der Silvesternacht in Köln, sehr schnell auch
bei einzelnen Menschen, aber auch bei Gruppen umschlagen können. Jetzt haben Sie ja gerade schon gesagt, das alles irgendwie im Rahmen der bürgerlichen Mitte. Da gehen wir gleich mal zu dir, Lars, denn es ist gar nicht so einfach festzulegen oder irgendwie zu definieren, was eigentlich die bürgerliche Mitte ist. Ja genau, das ist eine völlig berechtigte Frage und wir können da ruhig ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Natürlich haben wir uns in Vorbereitung auf diese Sendung auch in der Redaktion ganz oft mit der Frage befasst, wer oder was ist eigentlich die bürgerliche Mitte? Das klingt ja doch sehr abstrakt und das ist eine Frage, die offensichtlich auch unsere Zuschauer bewegt. Wir haben eine Mail bekommen von Herrn oder Frau Gürig aus Rastenberg und die schreiben, beziehungsweise die Familie schreibt, alle Welt redet oder schwafelt immer von besorgten Bürgern und der bürgerlichen Mitte. Gibt es dafür eigentlich eine Definition oder versteht jeder darunter, was er will? Ist das noch die bürgerliche Mitte, die in Dresden einem mehrfach wegen Drogen- und Eigentumsdelikten verurteilten Prediger zujubelt, die endlich freie Presse als Lügenpresse und die gewählte Regierung als Volksverräter beschimpft? Das ist also ein Post, der uns eben schon erreicht hat. Vielen Dank dafür. Wir haben mal versucht, das für Sie aufzubereiten und haben tatsächlich das Fazit können wir ruhig mal vorne wegschicken, festgestellt, die eine bürgerliche Varianten und Herangehensweisen, die wir Ihnen jetzt an der Stelle auch mal vorstellen möchten. Fangen wir an mit der ersten Möglichkeit, die Mitte der Gesellschaft zu bestimmen. Das ist nämlich ganz klassisch das Einkommen. Das Institut der deutschen Wirtschaft hat da ganz interessante Zahlen. Sie merken schon, das ist doch eine immense Spannbreite. Es ist ja doch ein Unterschied, ob ich 1.300 oder 2.300 Euro verdiene. Dann bleibt doch noch die Frage, wie viele Menschen sind das denn? Wenn man da also diese Grundlage nimmt, müssen wir sagen 50%, also knapp die Hälfte, da sind wir bei 40 Millionen Deutschen. Eine zweite Möglichkeit, die bürgerliche Mitte zu definieren, das klang gerade auch schon so ein bisschen an, ist natürlich zu gucken, wie wählen die Menschen denn? Denn natürlich, also keine Frage, Parteien werden ja auch immer einem gewissen Spektrum zugeordnet. Wir nehmen als Grundlage für Sie zu Hause jetzt ganz einfach mal das Ergebnis der Bundestagswahl von 2013 und vielleicht nochmal für den Hinterkopf. Damals sind 43 Millionen Deutsche zur Wahl gegangen und haben sich damit mit ihrer Zweitstimme auch für eine Partei entschieden. Parteien der Mitte, das sind ganz streng genommen politikwissenschaftlich natürlich die beiden Volksparteien CDU und SPD. Zur CDU gehört dann noch die CSU, also gebündelt als Union. Und auch der FDP und den Grünen kann man ja gewissermaßen attestieren, zumindest keine extremen Parteien zu sein, wenngleich die natürlich auch einen Flügel besetzen. Wenn wir das Ergebnis jetzt also zugrunde legen, dann haben sich 70% der Wähler für eine Partei der Mitte entschieden. Am Rand sehen Sie natürlich auch noch Parteien. Die AfD haben wir Ihnen, weil sie jetzt natürlich eine Rolle spielt, auch mit aufgelistet, obwohl sie die 5%-Hürde nicht genommen hat. Und dieses Ergebnis, das bedeutet, dass also 30 Millionen Deutsche zur bürgerlichen Mitte gehören, wenn man das über diese Parteipräferenz definieren möchte. Jetzt haben wir für Sie nochmal die vielleicht präziseste Möglichkeit, die bürgerliche Mitte zu definieren. Es gibt sogenannte Sinusmilieus, die werden erstellt vom gleichnamigen Sinus-Institut. Und das sieht auf dem ersten Blick ein bisschen verwirrend aus. Vielleicht können wir gleich die Grafik mal komplett machen, damit Sie zu Hause sehen, was ich meine. Zunächst mal die Achsen auf der einen Achse, also Einkommen, Bildung, niedrig, hoch. Ich glaube, das erklärt sich relativ von allein. Lebensstil, da kommen dann also Weltanschauungen, Einstellungen und so weiter mit dazu. Und wenn man das alles in so ein Verhältnis setzt, guckt also niedriges Einkommen, hohes Einkommen, traditionell. Werte, sehr moderne Werte, ja, dann gibt es sozusagen die Möglichkeit, Milieus herauszuarbeiten. Und die bürgerliche Mitte, das ist also tatsächlich eben auch genau diese Blase, genau mittendrin. Da sagt man, das sind ca. 13%, umgerechnet 9 Millionen Deutsche. Halten wir fest, es gehen also tatsächlich Zehntausende Woche für Woche auf die Straße. Aber die Frage, die sich aufdrängt, lautet natürlich, inwiefern repräsentieren diese Menschen die bürgerliche Mitte? Oder wenn wir das vielleicht auch mal anders fragen wollen, wenn sie das tun und wenn sie die bürgerliche Mitte repräsentieren, was ist da mit den vielen anderen Millionen, von denen wir gerade gehört haben, die nicht auf die Straße gehen? Sind die radikal, sind die ratlos oder sind die einfach gleichgültig? Gebe ich gleich weiter an Herrn Frinte. Wie ist das? Sind das die Millionen, die nicht auf die Straße gehen, die eigentliche Mitte sind? Und was sind die radikal, ratlos? Ich weiß es nicht. Aber wenn man die Sinusleute, mal ernst nimmt und die Analyse, kommt ja zu dieser bürgerlichen Mitte, kommen ja noch mehrere Milieus dazu. Also auch die Konservativen, die zu dieser Kartoffel mitgehören, die Traditionalisten gehören dazu. Und dann muss man sich vorstellen, wie ticken denn diese Leute, ne, in diesen Milieus? Da wird CDU gewählt, da wird links gewählt, da wird grün gewählt und vielleicht künftig auch die AfD. Da sind Veganerinnen drunter oder Fleischfresser. Und es sind aber auch Gutmenschen drunter oder Antisemiten. Also politisch wird es ausgesprochen spannend. Und dann kommt noch etwas dazu, das glaube ich auch für unsere Diskussion, auch im Hinblick auf die Pegida, interessant ist die Frage, warum nun gerade Dresden. Die bürgerliche Mitte der alten Bundesrepublik ist ja ganz entscheidend aufgemischt worden durch die Wende, durch den Zusammenbruch, Zusammenprall der kulturellen, der wirtschaftlichen, intellektuellen,
politischen Eliten der ehemaligen DDR. Das hat die alte ganz bürgerliche Mitte der alten BRD ist nicht die neue bürgerliche Mitte des gesamten Deutschlands. Genau. Und dann ticken sozusagen die Vertreterinnen und Vertreter, die wir heute bei Sinus finden, in der bürgerlichen Mitte, die sich schon zusammensetzt aus Ost- und Westdeutschen, aus den unterschiedlichen Bundesländern, die ticken natürlich schon unterschiedlich. Also jemand, der seit 25 Jahren versucht, seinen Besitzstand zu wahren, weil er erst dann, ab da es sichern konnte, tickt anders als jemand, der es vielleicht seit 65 oder seit 60 Jahren tun konnte in der alten Bundesrepublik. Ich möchte mich nochmal mit einschalten, weil ich hänge noch ein bisschen an der Diagnose Wutbürger und Angstbürger. Und jetzt könnte man ja noch eine dritte Schicht, die Nichtwähler, dazu nehmen. Ich glaube, wir dürfen es nicht dabei bewenden lassen, zu sagen Wutbürger, Angstbürger, sondern wir sind gefordert, danach zu fragen, was bringt Menschen in Wut, da gebe ich Ihnen recht. Und zwar aktuell, und was macht Menschen Angst? Mhm. Denn das sind keine, mit den Begriffen Wutbürger, Angstbürger, sind die sehr schnell abgetan, diffamiert. Statt zu sagen, für mich sind sie die psychisch Reiferen schon als die Nichtwähler, ja, von denen wir so gut wie gar nichts wissen, wie die politisch ticken und was die wollen. Also wir müssen uns fragen, was bringt heute Menschen in Wut und was ist Angst? Es denn? Ja. Sagen Sie es uns. Ja, also ich habe mehrere Gründe. Es gibt also erstens ganz individuelle Gründe aus der Lebensgeschichte. Es gibt soziale Gründe, die gerade im Osten eine Rolle spielen. Also sehr viele Menschen sind doch von dem Vereinigungsprozess enttäuscht. Aber eine Kritik an der Vereinigung ist bis heute nicht wirklich zugelassen worden. Also man musste ja feiern, das ist ein großes Glück gewesen. Aber sehr viele Menschen sind nicht mitgekommen oder fühlen sich doch abgehängt, gekränkt, verletzt und so weiter. Der Vorsitzende hat doch mal gesagt, das sind Kränkungen sehr oft, ganz persönliche Kränkungen. Welche zum Beispiel? Soziale, also die Kränkung, dass ich nicht richtig bestätigt bin, vor allen Dingen auch nicht gehört werde, nicht verstanden werde. Ich glaube, das ist ein großes Thema auch für die Pegida-Leute. Aber erklärt das diesen Hass? Nein, noch nicht. Zum Teil. Es ist ein Komplex, es kommt einiges zusammen. Das Individuelle, das Soziale und dann das Reale, die reale Problematik unserer Gesellschaftsveränderung. Es macht sich zwar vieles an den Flüchtlingen fest oder meinetwegen auch am Islam. Das sind auch reale Gründe, vor denen man sich Sorgen machen muss. Aber es ist vor allen Dingen unsere Lebensweise, unsere Lebensform. Wir sind irgendwie mit unserem Wohlstandsdenken auch an eine Grenze gekommen. Und ich nenne das falsche Leben. Das klingt jetzt so ein bisschen, Herr Hagel, als ob Sie da ganz, ganz viel, ganz lange unbewusst und auch nicht richtig definierbar vielleicht angestaut hat, was jetzt vielleicht durch die Flüchtlinge nur als Auslöser rausbricht. Sehen Sie das auch so? Also ich völlig anders. Das sehe ich anders als Herr Maatz, aus mehreren Gründen. Also erstens würde ich gar nicht den Begriff Flüchtlinge gebrauchen. Es sind Menschen in Not, die zu uns kommen. Das ist einseitig. Es sind nicht nur Menschen in Not. Es sind aber überwiegend Menschen in Not. Nein, wenn ich meine Heimat verlasse, dann begebe ich mich auf eine lange Reise, auf einen langen Weg. Und ich gehe davon aus, dass der überwiegende Teil Menschen in Not sind. Das ist schon wieder Ideologie, wenn Sie das und so... Und auf der anderen Seite, was Sie sagen, würden Sie denn möglicherweise zustimmen, dass es auch so etwas gibt wie ein Enthumanisierungspotenzial innerhalb unserer Gesellschaft? Sie haben ja selber am Ende Ihrer Ausführungen gesagt... es ist eine Gesellschaft, eine satte Gesellschaft. Würden Sie dazu... Enthumanisierung durch eine kapitalistische Wirtschaftsform, durch eine ungerechte Verteilung. Das haben wir ja erst gehört, wie wenig Menschen über den Reichtum verfügen für die Mehrheit. Ja, also es ist eine Enthumanisierung durch kapitalistische Wirtschaftsform, durch kapitalistische Finanzpolitik. Und darunter leiden wir und wir sind in Gefahr, uns auf der Straße die Köpfe einzuschlagen, immer mehr, und dann auch an den Flüchtlingen uns abzureagieren, die eigentlich die noch ärmeren sind oder die uns im Grunde genommen den Spiegel vorhalten, wie ungerecht die Verteilung auf der Welt geworden ist. Aber Herr Jahn, kann es das sein? Es nagt ja keiner am Hungertuch in diesem Land. Nee, also Enthumanisierung durch Kapitalismus, Unmenschlichung. Es sind ja viele Studien gemacht worden von... Es gibt natürlich. Von Politologen, also in Dresden ansässig Professor Patzelt und Professor Vorländer, die haben wirklich Studien gemacht, wo ich mitgehe, fast zu 100%. Meiner Meinung nach ist Dresden ein Phänomen mit Pegida, das wird auch in Dresden bleiben, das ist meine Sicht der Dinge. Das Zweite ist, viele Leute, die die Wendezeit mitgemacht haben in Dresden, sind jetzt wieder auf der Straße. Das heißt also, Dresden hat ungefähr einen Bevölkerungsschnitt, also Alter von 45, ja.
Es gehen also wahnsinnig viele Leute, die zwischen 45 und 60 sind, in Dresden auf die Straße, weil sie keinen Bock haben, das muss ich so deutlich sagen, sich nochmal bevormunden zu lassen und gesagt zu bekommen, wir müssen, das müsst ihr machen, so geht's nicht anders und das wollen die Leute nicht. Die wollen mitbestimmen, die haben das gleiche 89 miterlebt und wollen es nicht das zweite Mal machen. Und das ist einer der Hauptgründe. Ja. Dafür, dass die Leute das in Dresden aber, sind ja nun Ärger und Wut noch nicht gleich Hass. Wir hatten gerade schon angedeutet, das erklärt den Hass noch nicht, in den das Ganze ja nicht selten oder immer häufiger umschlägt. Herr Finde, was erklärt ihn denn? Na, ich hätte also erstmal noch zu zwei anderen Dingen was sagen wollen. Mir scheint das auch zu einfach, so einen mechanischen Zusammenhang herzustellen zwischen Kapitalismus, dieser Globalisierung, die damit auch verbunden ist, und den Motiven dann auf die Straße zu gehen. Sie haben ja recht, also die sind zwischen 45 und 65 nach Vorlenders Analyse, wobei man nicht genau weiß, ob er wirklich alle abgefasst haben kann, konnte er eigentlich auch gar nicht. Sie sind relativ gut gebildet, die Pegida-Demonstrantinnen und Demonstranten in Dresden, und sie haben ein relativ gutes Einkommen, oberhalb des Durchschnitts. Und da muss man sich natürlich fragen, bin ich jetzt automatisch, weil mir tatsächlich diese ganze Situation und gesellschaftliche Lage nicht passt, Opfer, oder bin ich nicht selber Subjekt genug, um entscheiden zu können, etwas zu machen? Zweite Bemerkung. Ich denke, wir wissen schon ganz gut, dass zwischen diesen, ich nehme es mal, pardon, und ich bin natürlich mit Ihrer Diagnose völlig einverstanden, dass wir uns fragen müssen, was ist mit Angst und Wut und was ist sozusagen dazwischen? Wir wissen doch eigentlich ganz gut, wie auch die Mehrheit oder dass viele aus der Mehrheit in unserer Gesellschaft ganz anders ticken. Dass sie sich engagieren, na? Dass sie durchaus auch zur Wahl gehen und wütend und trotzdem wütend sind, und da gebe ich Ihnen wieder recht, wütend sind auf demokratische Ausführungen. Also Thüringen Monitor sagt, 70-80% der Leute finden die Demokratie gut. Das scheint in Sachsen-Anhalt nach dem sachsen-anhaltinischen Monitor auch so zu sein. In Sachsen weiß ich es nicht genau, weil der Monitor dort nicht veröffentlicht wird. Dann haben wir im Thüringen-Monitor 47%, die mit der Demokratie zufrieden sind. Und dann kann man sich fragen, was ist mit den anderen 53? Ich bin ja Optimist, dass ich sage, also dieses Glas ist halb voll. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir sozusagen daraus machen können. Aber es gibt natürlich 53%, wenn ich mal diese Zahl nehmen darf, die offenbar mit der Demokratie nicht zufrieden sind.